So, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder Django und heute geht's wieder auf eine kleine Tour durch die Natur. Natürlich wollt ihr euch wieder mitnehmen. Und wie immer gilt spontan, ungeschnitten und unzensiert. Ja, genau. Also wir starten heute ins Schwenninger Moos. Der Anfang macht die Helios Arena. Ist direkt hinter mir oder neben mir. Das ist eine schöne Eislaufbahn. Wie schön die ist, weiß ich nicht, weil ich da noch nie drin war. Aber habe schon viel Gutes gehört. Noch ist sonnig, noch ist das Wetter relativ schön und ich hoffe mal, das bleibt auch so. Gut, bevor wir jetzt in das schöne Naturschutzgebiet Schwenninger Moos gehen, wo auch der Neckarursprung ist, wollte ich euch mal ein bisschen was über die Stadt erzählen, weil viele fragen sich vielleicht, Villingen, Schwenningen, hört sich doof an, ist ein langer Name für eine Stadt, wieso heißt es eigentlich so? Ja, entstanden ist es 1972. Da gab es eine Gemeindereform. Da haben sich die Leute zusammengesetzt und haben entschieden, hey, Villingen und Schwenningen, schließen wir uns mal zusammen und machen eine Stadt draus. Coole Sache. Jetzt ist es eine Doppelstadt. Das Besondere an Villingen-Schwenningen ist, dass hier Baden-Württemberg so präsent ist wie nirgends sonst. Wieso? Villingen ist badisch und Schwenningen ist württembergisch. Somit treffen hier die Schwaben auf die Badener. Ob das gut ist, weiß man nicht. Ich bin jetzt als Schwabe nach Villingen gezogen, bin also jetzt im badischen Ländle. Habe jetzt noch keine wirklichen Nachteile dadurch gehabt. Aber man sagt, die Villinger und die Schwenninger bzw. Badener und Württemberger, die vertragen sich nicht so gut. Weiß ich nicht. Also vielleicht merke ich das irgendwann mal noch, wenn ich hier ein bisschen länger bin. Genau, das zu Villingen-Schwenningen. Witzig ist, dass es zwar eine Doppelstadt ist, aber trotzdem noch oft getrennt bezeichnet wird. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, ich gehe glaube ich mal rüber auf den eigentlichen Weg, auf den eigentlichen Rad- bzw. Fußgängerweg, dann bin ich sicherer. Genau, also, wenn ihr unterwegs seid, es ist Villingen-Schwenningen, Villingen und Villingen-Schwenningen-Schwenningen. Hört sich auch doof an. Wo das herkommt, kann ich euch nicht sagen. Ich denke mal, dass es eben dadurch ist, dass es zwei einzelne Städte als Zusammenschluss ist. Witzig ist dabei, dass wenn ihr mit dem Navi mal unterwegs seid hier, das Navigationsgerät nimmt es wirklich genau. Also ihr habt dann Ansagen, Villingen, Schwenningen, Villingen, müsst ihr raus und Richtung Villingen, Schwenningen, Schwenningen zum Beispiel. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich hier unterwegs bin, mache ich das Navi meistens auf lautlos, weil es irgendwann mal nach 3, 4, 5 Abzweigungen nervig wird. Genau, so viel zur Stadt erstmal. So, jetzt haben wir hier unterwegs entlang des Fußwegs eine ganz nette Pferdekoppel. Man sieht hier ein paar Pferde rumspringen. Und irgendwie da hinten sehe ich Mikrofondurchsagen. Das heißt, da muss irgendeine Veranstaltung sein. Ich weiß, gestern gab es hier drüben an der Gaststätte Waldeslust gab's ein Footballspiel. Schwenninger gegen die Karlsruher. Da haben wohl die Schwenninger gewonnen. Ich bin jetzt nur da vorbeigelaufen, habe da mal reingeschaut. Ja, interessant, mal Football zu sehen, kriegt man hier sonst eigentlich selten. Also Deutschland ist ja eher so das Fußballland. Football mit den ganzen Bodychecks und so für die richtig harten Jungs
sieht man hier eigentlich nicht so oft. Also finde ich ganz gut. Und vielleicht wird es da drüben irgend so ein Reitturnier geben, weil hier sehr viel mit Pferden ist. Also ist ja schön ländlich sozusagen. Da ist auch viel Platz oder viele Gelegenheiten, um einfach mal mit Pferden rauszureiten. So, hier haben wir jetzt den erwähnten Sportplatz. Auf der linken Seite ein Fußballfeld, wo jetzt die Jungs vom FSV, von der Freien Sportvereinigung Schwenningen, fleißig am Trainieren sind. In der Mitte ist dann das Gasthaus Waldeslust. Und auf der rechten Seite habe ich dann nochmal einen Sportplatz mit einer Laufbahn, mit einer Rundlaufbahn. Da hinten ist noch ein, ja, wie nennt man das, ein Feld für Kugelstoßen, glaube ich, ist das, drumherum umzäunt. Genau, das war auch gestern der Platz, wo das Footballspiel stattgefunden hat. Da hat man einfach die Tore in den Boden gesteckt im hinteren Teil und dann ging es auch schon los. So viel zum Sportplatz. Und jetzt gehen wir mal ein Stück weiter zum Schwenninger Moos. Hier an der Tafel machen wir noch einen kleinen Zwischenstopp. Das wollte ich euch nämlich noch zeigen. Und zwar haben ja die Badener so einen ganz speziellen Dialekt, den man hier auf der Tafel, auf den Schildern bzw. der Speisekarte ganz gut sieht. Ich schicke euch da noch ein paar Bilder dazu. Es ist interessant, wie das hier geschrieben ist im badischen Dialekt. Ganz kurz nochmal zu den Parkmöglichkeiten, die ich euch ja schon genannt habe vorher. Ich will euch aber da auch nichts Falsches erzählen. Das heißt, wenn ihr von der Helios Arena kommt, kommt ihr diesen Weg runter. Rechts geht es jetzt zu dem Sportplatz und zur Gaststätte. Da sind die Parkplätze privat für die Gaststätte bzw. den Sportverein. Das heißt, am besten ihr parkt wie die Autos hier an der Seite. Oder wir haben hier so einen kleinen Parkplatz für Wanderer oder Besucher vom Schwenninger Moos. Also das ist jetzt ein freier Parkplatz. Und da hinten, wo ihr das Schild seht, geht es auch schon ins Schwenninger Moos. Also ihr seid sozusagen direkt am Anfang, könnt ihr parken. Und ab hier sind dann auch Autos verboten, weil es ein Naturschutzgebiet ist. Ja, und hier sind wir schon im Naturschutzgebiet Schwenninger Moos. Checkt erstmal das Schildchen. So sieht es aus. Es ist circa eine Fläche von 100 Hektar. Wobei es da auch unterschiedliche Informationen gibt. Also ich habe zwischen 100 Hektar und 3 Quadratkilometer schon einiges gefunden. Aber ich verlasse mich jetzt einfach mal auf das Schild und sage 100 Hektar. Hier ist so eine kleine Karte, was Naturschutzgebiet ist. Mit ein paar Informationen und was man alles hier nicht darf. Und hier geht es jetzt auch schon direkt rein. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Kleinen Rundweg durch das Schwenninger Moos. So, am Anfang fällt erstmal auf, dass hier so ein netter Holzweg ist und wieder die Schilder, die wir ja schon mal hatten. Informationsschilder zu den Vogelarten hier im Gebiet. Links und rechts schon einige Schilfpflanzen und die Bäume, so halb abgestorbene Bäume, fallen natürlich auch ganz stark auf. Also was ich ja so toll finde, das sind ja die Bäume, die Baumstämme eigentlich, unbewachsen. So, hier fängt es an, hier geht es jetzt links und rechts. Wir laufen jetzt einfach mal nach rechts rüber. Der erste wasserreiche Stelle hier gleich am Anfang. Und hier rechts auch nochmal. Mit viel Schilfpflanzen, Schilfrohr. Und ja, wie gesagt, die Bäume, die sind einfach faszinierend. So, und hier fängt jetzt auch schon der Neckarweg an.
Der geht, ist ein ziemlich langer Fernwanderweg, geht bis nach Mannheim. Der Neckar ist auch ein 362 Kilometer langer Fluss, der in den Rhein bei Mannheim mündet. Das heißt, man kann wirklich den Neckar komplett durchlaufen. Hier links geht es jetzt zum Neckarursprung oder zurück, da wo wir hergekommen sind, der linke Weg. Wir werden jetzt mal den langen Weg nehmen. Ich denke mal, da gibt es dann auch ein paar Highlights den Weg entlang. Genau. Hier sind wir hergekommen und laufen jetzt links weiter. Unterwegs jetzt einfach mal so ein kleiner Blick links und rechts vom Weg. Also es wird hier stark empfohlen, auf dem Wanderweg zu bleiben, auf dem Kiesweg, weil man wirklich, ja, wenn man so reinschaut, sieht man jetzt nicht wirklich feuchte, wasserreiche Stellen. Da muss man nämlich schon genau hinschauen. Also kann es da wirklich ganz schnell mal passieren, dass man meint, hey, cool, ich bin auf einer Wiese unterwegs, schön weiches Moos. Und sauft dann in dem Moor ab. Also Leute, auch wenn ich ein großer Anhänger davon bin, mal von den Wegen abzudriften und durch den Wald, durch den Dschungel mich durchzukämpfen, hier würde ich es auf jeden Fall keinem empfehlen. Also auch da hinten wieder die halb abgestorbenen Baumstämme. Genau. Auch nochmal auffällig hier auf dem Weg sind die Grenzsteine. Zwischendurch haben wir immer mal wieder so Steine, die die Grenze von Baden und Württemberg darstellen sollen. Teilweise mit Jahreszahlen hinterlegt. 1929. Was die 66 hier bedeutet, kann ich jetzt nicht genau sagen. Und hier nochmal ein kleiner Blick rein ins Gebiet. Ich will mich da jetzt nicht zu weit vorwagen. Wie gesagt, man sieht es nicht, aber es kann schnell passieren, dass man stecken bleibt und absauft. Also immer schön auf dem Weg bleiben. Hier sieht man das vielleicht noch ein bisschen besser. Und mal ein bisschen reinzoomen. So, hier sind wir an der nächsten wasserreichen Stelle. Hier sehen wir ein paar Bäume, die ins Wasser gefallen sind. Ich denke mal, dass das sturmbedingt war. Die genaue Ursache kann ich euch leider nicht sagen, aber ich denke mal, so wie es aussieht, waren das Stürme oder der Boden ist zu weich geworden und die Bäume sind ins Wasser gefallen. So, sieht aus wie so ein kleiner See. Da hinten ist eine Engstelle, wo es auch weitergeht. Und was ich auch ganz gut finde, wir haben hier immer mal wieder ein paar Infoschilder. Kannst du nachher mal in den Bildern zwischendurch checken, die Infoschilder. Ganz gut, weil man erfährt da so ein bisschen was über die Geschichte vom Schwenninger Moos. Hier wurde nämlich fast zwei Jahrhunderte der Torf abgebaut, was dem Naturschutzgebiet natürlich ein bisschen geschadet hat. Und das erfährt ihr hier auf der Tafel. So, mittlerweile ist es hier verboten, das Torfabbauen, weil es ein Naturschutzgebiet ist. Was ich auch richtig finde, weil die Natur sollte irgendwo auch noch in einem gewissen Maße bewahrt werden. Und hier nochmal, also echt faszinierend, wie das aussieht. Da hinten ein paar Frösche, die rumspringen, seht ihr die? Hier habt ihr so einen netten kleinen Frosch. So. Auch ein sehr waldreiches Gebiet, kann man sagen. Also hier kann man wirklich nicht wirklich unterscheiden, was ist jetzt, wo ist jetzt Moor, wo ist jetzt normaler Boden. Jetzt habe ich hier auf dem Weg noch einen Baum, Stumpf, Stamm gefunden, der wohl vom Blitzeinschlag geschädigt wurde. Also das ist jetzt der zweite Baum
kaputtige Baum in der Form, den ich hier sehe. Da ist wohl, hat es wohl ordentlich reingeblitzt in das Moor. Da hinten ein paar Tannenbäumchen, auch ganz interessant. Also Pflanzenwelt ist hier sehr vielfältig. Wer Fan von Pflanzen ist, der sollte hier auf jeden Fall mal vorbeikommen. Gibt sehr viel zu sehen. Und manchmal sind die Bäume auch ziemlich schief. Also ich habe hier zum Beispiel einen Baum, der wahrscheinlich so ein bisschen eingesunken ist in den Boden, weil der relativ schief wächst. Ist das jetzt vom Sonnenstand? Da hinten auch ein paar so ganz schiefe Bäume. Der eine Stamm ist wohl umgefallen, wobei man jetzt nicht von hier aus nicht erkennen kann, ob da eine Wurzel noch dran ist oder nicht. Also der liegt, glaube ich, wirklich auf den anderen Bäumen drauf. Ganz interessant, was man hier findet. Und ich bin jetzt echt gespannt auf den Neckar-Ursprung. Der müsste jetzt noch circa 2,5 Kilometer vor uns liegen. Und auf die Highlights, die wir noch auf dem Weg finden werden. Jetzt sind wir ungefähr 1 Kilometer vom Eingang vom Schwenninger Moos drin. Circa 1 Kilometer bin ich jetzt gelaufen. Was haben wir hier jetzt? Einen kleinen Holzsteg, wo ich mal wirklich ganz nah ans Moosgebiet rankomme. Hier kann ich mir das wirklich so nah es geht anschauen. Kleine Art Aussichtsplattform, und wie man hier auch wieder sehen kann, es sieht ziemlich trocken aus. Also der Torfabbau und die damit verbundene Entwässerung haben dem Moorgebiet ziemlich zugesetzt, merkt man. Aber was auffällt, dass hier kaum Bäume wachsen. Das heißt, der Boden, der muss schon ziemlich feucht sein, beziehungsweise zu matschig, zu nass für große Fichten und andere Bäume. Also wir haben hier eher so die niederwüchsigen Moorpflanzen. Fakt ist, ich würde mich da jetzt nicht wirklich tief reintrauen. Also hier am Anfang sieht es ja noch okay aus, aber wenn ich dann so Richtung zu dem Baum schaue, ich denke mal, da wird es dann so ein bisschen gefährlicher. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit wir noch laufen, bis wir mehr sumpfiges oder ja, wasserreiches Gebiet finden. Wir schauen einfach mal. Hier nochmal von der Seite. Also Brennholz kann man hier genug finden. Aber wir wollen ja hier auch keine Lagerfeuer machen. Gut zum Anfeuern des Holz. Alles klar, dann laufen wir mal weiter. So, wir sind jetzt also hier angekommen am Neckar-Ursprung. Das ist jetzt ziemlich wasserreiches Moorgebiet. So sieht es also aus. Nach meinen Informationen sieht man den eigentlichen Neckar-Ursprung hier nicht. Also der müsste irgendwo weiter drin sein, wo man selbst nicht hinkommt. Also man sieht hier, es ist relativ weitläufig, das Moorgebiet. Und auf dem Weg weiter habe ich ziemlich lange Schilfpflanzen. Genau, also ich glaube, das ist so das Maximum, was wir hier sehen werden. Also
Also wenn man hier mal reinguckt, das Wasser ist, ja, sauber ist es jetzt nicht, also relativ naturbelassen, viele Fische, die hier drin schwimmen. So ein paar kleine Infos zur Neckar. Also die Neckar entspringt hier. Wir werden nachher zur Neckarquelle noch rübergehen. Ist, ich glaube, das heißt die Neckar, oder? Der Neckar, die Neckar. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Also die Neckar ist 362 Kilometer lang, führt bis nach Mannheim und geht dann in den Rhein, fließt dann in den Rhein. Hier in dem Schwenninger Moos liegt 705 Meter über Meeresspiegel hier. Das ganze Gebiet ist auch die europäische Wasserscheide, die die Zuläufe aufteilt in Donau und den Rhein. So viel so ein bisschen zu topografischen Informationen. Jetzt gehen wir mal noch ein kleines Stück weiter, weil wir müssen dann wieder hier zurück, um noch den Stadtpark so ein bisschen zu besichtigen und eben zur Neckarquelle zu kommen. Also hier das Schilfgewächs. Das ist ein sehr schönes, interessantes Gebiet hier. Jetzt gehen wir mal ein bisschen höher. So, hier sieht man das vielleicht ein bisschen besser, das Ganze. Noch hier einige kaputtige Bäume. Ich denke mal auch vom Sturm, Blitzschlag geschädigt. Das ist doch mal hier ein richtig cooler Baum. Also der ist hier noch halb am Wachsen und halb zerstört. Man sieht hier einen Ast, der sieht fast schon abgesägt aus. Also so glatt, wie der durchtrennt ist, der hier in das Gebüsch reinführt. Also da hätte ich echt riesen Lust, jetzt mal hier drauf zu laufen. Aber ich glaube, das lasse ich mal lieber. Und hier wurde die Wurzel ein bisschen geteilt, denk mal durch den Blitzeinschlag. So, da oben sieht auch schon wieder so richtig glatt abgetrennt aus. Hier angenagt, also richtig geiler Baum. Mal so eines der coolen Highlights heute hier. So, hier noch zum Schluss von Schwenninger Moos nochmal ein richtig schöner Ausblick auf die Neckarquelle. Ich glaube, hier müsste man jetzt auch gleich am Anfang ankommen, da wo wir mal hergekommen sind. Und man hört schon im Hintergrund die Fußballspieler wieder grölen, das heißt, das Fußballfeld ist nicht weit weg. Das sieht ja jetzt hier echt richtig geil aus, sag mal ganz ehrlich. Da hätte ich richtig Lust, mal eine Runde zu baden da drin. Also wenn das jetzt normaler See wäre. So, hier nochmal die andere Seite. Hier sieht man auch den Sportplatz. Also habe ich mich nicht getäuscht mit dem. Hier nochmal so eine kleine Wasserstelle. Also ich bin da echt sprachlos bei der Aussicht hier. Hinten im Hintergrund noch der Wald. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, unterwegs, es gibt, wenn ich jetzt an dem Weg entlang laufe, den Wanderweg entlang laufe, habe ich hin und wieder mal so ein bisschen links und rechts so ein bisschen drin. Es war eigentlich eher links vom Weg. So ein bisschen abseits vom Weg im Inneren vom Moos.
abgesperrte Bereiche mit Elektrozaun. Also ich gehe mal wirklich davon aus, dass man hier die wirklich gefährlichen Stellen, die man nicht sofort erkennt als solche, abgesperrt hat, damit da keiner einsinkt und verloren geht in dem Gebiet. Also einfach geil. Mehr kann man dazu echt nicht sagen. Und wie gesagt, also das eigentliche, der eigentliche Ursprung, der müsste irgendwo da hinten in dem Bereich liegen, glaube ich. Der ist für den Normalbürger leider nicht zugänglich. Hier gibt es nochmal so ein Informationsschild. Also es wird hier auch der Geschichts- und Lehrpfad genannt, der Weg. Gerade wegen den Infotafeln. Und hier einige Infos zum Schwenninger Moos selber und zur Neckarquelle. Genau, die Neckarquelle, da werden wir jetzt gleich hinlaufen, wenn wir uns das von etwas näher anschauen. So, und hier sind wir jetzt an dem zentralen Punkt des Neckarursprungs. Hier habt ihr auch die Informationen. Schwenninger Naturschutzgebiet Moos an der Wasserscheide Rhein-Donau 705. 705 steht für die Meter über Meeresspiegel. Also viel näher werden wir an den eigentlichen Neckarursprung nicht rankommen. Es ist auf jeden Fall dieses Wassergebiet hier. So, hier nochmal ein Blick in den bewachsenen Teil mit ziemlich vielen Ästen und Sträuchern da hinten. So, und schon sind wir am Ende vom Rundwanderweg. Wir sind von hier gekommen, sind einmal drumherum gelaufen. Knapp 3 Kilometer haben wir jetzt durch. Und sind jetzt am Ende unserer Neckarursprungstour. Das heißt, wir laufen jetzt noch ein Stück zurück wieder an dem Pferden vorbei. Ich glaube, da ist jetzt gerade ein Reitturnier und schauen uns die Neckarquelle mal an im Stadtpark Möglingshöhe. 50 in dieser Prüfung mit einer Wertnote von 4,5. So, wir werfen jetzt mal unterwegs einen kleinen Blick. Einen kleinen Blick zur Reitmeisterschaft hier in Schwenningen. Es geht ums Dressurreiten und wie es aussieht, sind jetzt nur noch 2 Pferde übrig. Hier, das fand gestern schon statt. Ich glaube, gestern hat es angefangen und heute. Und jetzt geht es wohl um Platz 1 und 2. So, hier haben wir noch auf dem Neckarweg Richtung Stadtpark ein Rückstaubecken zwischendrin. Falls mal ein bisschen zu viel Wasser im Neckarursprung oder in der Neckar ist, dass das hier rückgestaut wird, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt was Richtiges erzähle, aber ist auf jeden Fall ein Rückstaubecken und der befindet sich jetzt genau auf der Rückseite von der Helios Arena. Also wir sind ja gestartet auf der anderen Seite und hier geht's wirklich rein in die Arena. Das ist, glaube ich, der Haupteingang hier hinten. Ist bestimmt ganz nice, hier so ein Spiel von den Wild Wings mitzuerleben live. So, schauen wir uns das doch mal vom Steg aus an. Da sieht man ein bisschen mehr. Ich finde es ganz gut, dass sich hier so an gewissen Punkten auch solche Stege als kleine Aussichtsplattform gemacht haben. Macht auf jeden Fall Sinn. Und ist ganz nett.
oben sieht man einen Segelflieger, der gerade vorbeigeflogen ist. Also nicht weit entfernt muss hier auch ein Flugplatz sein. Ich werde den mal raussuchen und euch mal davon berichten, wo der ist, beziehungsweise vielleicht noch ein kleines Video machen davon. So, und hier sind wir jetzt einmal über die Straße drüber und sind am Anfang vom Stadtpark Möglingshöhe. Und wie es hier aussieht, das seht ihr gleich im zweiten Teil.